Herzlich willkommen heute zum Vortrag dazu, wie man Online-Kurse wiederverwenden kann. Es ist ja immer ein bisschen die Sache, man findet einen freien Online-Kurs im Netz und dann kann ich ihn für eine eigene Sache nutzen, weil er ja frei lizenziert ist. Aber wie mache ich das genau? Vielleicht als ersten wichtigen Punkt ist, was ist ein Online-Kurs überhaupt? Dazu schaue ich auch gerne in eine Sache, die mir ein Online-Lexikon, was mir sehr einfach erklären kann, was ist ein Kurs? Und in der Wikipedia steht so, ein Kurs ist ein Sammelbegriff für Lehrveranstaltungen unterschiedlichster Formen. Er beschreibt den Weg von einem Ausgangspunkt zu einem Lernziel. Vergleich Curriculum. Also ein Kurs ist etwas, in dem etwas vermittelt werden soll oder in dem ich etwas lernen kann. Und wie ich das tue, sieht ganz, ganz unterschiedlich aus. Nun ist das die Definition für einen Kurs. Und wir reden über Online-Kurse, da mache ich es mir jetzt ganz einfach und sage, ein Online-Kurs ist eben genau das, ein Lernangebot im Internet. Wie kann das aussehen? Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, die auch frei lizenziert sind. Wenn ich jetzt sage, ein Online-Kurs ist ein Lernangebot oder ein Selbstlernangebot im Netz, dann kann das zum Beispiel aussehen wie Faktenprüfen im Internet. Im Netz, das ist eine Webseite, auf der erklärt wird, wie man, wenn man Fakten im Netz begegnet, wie man rauskriegen kann, ob die wirklich stimmen. Ja, und dann gibt es verschiedene Punkte, anhand denen man das festmachen kann. In den einzelnen Themen kann man sich dann nachher vertiefen und man bekommt Hinweise. Und das ist ein Kurs, der frei lizenziert ist. Bei dem man am Ende weiß, wie ich jetzt wie ich Fakten überprüfen kann. Es kann aber auch was ganz Praktisches sein. Ich habe mal als Beispiel rausgesucht, LED-Streifen programmieren und zum Leuchten bringen. Das ist eine Sache, die möchte ich schon ganz lange lernen, habe ich mir deswegen gemerkt. Und dieser Kurs erklärt es einem wahrscheinlich sehr einfach. Ich werde danach berichten, wenn ich es mal ausprobiert habe. Und auch hier kann ich mir quasi eine Anleitung abholen, wie ich das Ganze tue. Oder vielleicht als drittes Beispiel, ein bisschen näher an den Bildungsbereichen dran, gibt es von DIGIL, das ist eine Initiative, bei denen sich Lehrkräfte in, ich glaube, Rheinland-Pfalz weiterbilden, die Möglichkeit zum Beispiel Podcasts mit Schülerinnen erstellen. Was muss man da machen? Welche Tipps und Tricks gibt es? Welche didaktischen Sachen muss ich da beachten? Das können Kurse im Internet sein, die sind alle CC BY-lizenziert. Wenn man jetzt sagt, okay, irgendwie alles, was einen irgendwie dazu bringt, dass man etwas lernt, ist ein Kurs, könnte man jetzt auch sagen, okay, nehme ich jetzt eine YouTube-Playlist, ist das denn auch ein Online-Kurs? Wenn man diese Definition jetzt weit fasst, könnte man sagen, ja. Wenn man sagt, naja, aber da muss ich doch sehr viel selber machen und ist noch kein abgeschlossenes Lernangebot, würde man eher sagen, nein, es kommt darauf an, wie die Videos aufgebaut sind. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das ist mir an der Stelle zu akademisch, das muss man vielleicht für andere Zwecke auseinanderklamüsern. Ich denke, wir fassen das für dieses Webinar sehr weit. Was wir uns aber oft vorstellen, wenn wir von Online-Kursen reden, sind diese klassischen Kurse, die in Lernmanagementsystemen drin sind. Lernmanagementsysteme verwalten Kurse und Teilnehmende und die Kursorganisationen. Für offene Online-Kurse kennt man vielleicht im deutschsprachigen Raum vor allem zwei. Also ich würde immer zwei nennen. Das eine ist eMorgs. Das ist eine Plattform aus Österreich, die Kurse bereitstellt zu ganz unterschiedlichen Themen, die entweder schon laufen oder die gelaufen sind oder angekündigt werden. Und die man in der Regel gratis besuchen kann und die, ich glaube, wirklich alle frei lizenziert sind. Ebenso gibt es die MOOCs auf On Campus. On Campus hieß früher mal Moin, also für die Menschen, die es noch unter dem Namen kennen. Die sind unter ganz unterschiedlichen Lizenzen, sind aber auch häufig frei lizenziert, vor allem, wenn ich sie gebaut habe. So. Das ist jetzt vielleicht eher so das Standardbeispiel, an das ich denke, wenn ich hier in diesem Webinar von Online-Kursen spreche. Was gehört da dazu? Ganz häufig haben wir ein Lernmaterial, das habe ich hier links mal dargestellt, als eine Verbindung von Wissensvermittlung und das Häkchen soll symbolisch für Aufgaben stehen. Aufgaben sind meiner Meinung nach fast wichtiger als die Inhalte.
also fast wichtiger als die Produktion der Inhalte, weil Aufgaben immer eine sehr gute Möglichkeit geben, das Gelernte zu überprüfen, sich selbst zu überprüfen, vielleicht auch ein Produkt am Ende zu erhalten. Das gehört einem Online-Kurs dazu. Was aber häufig auch dazu gehört, ist eine Möglichkeit zur Kommunikation, hier durch die Sprechblasen symbolisiert. Das sind häufig Foren, das können ein Chat sein, das kann ein E-Mail-Verteiler im Kleinen sein, kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. Und was häufig noch bei Online-Kursen oder bei Komplettangeboten dabei ist, ist eine Art Teilnehmermanagement, habe ich hier unten dargestellt. Das heißt, die Leute schreiben sich ein, committen sich, man kann sehen, wie viele Leute daran beteiligt sind, man kann sich mit ihnen austauschen. Wenn es kostenpflichtige Sachen sind, die wir im OER-Bereich weniger haben, aber wenn das der Fall ist, dann ist natürlich auch die Frage, wer darf auf diesen Kurs zugreifen. Das als Grundlage, was ist ein Online-Kurs? Und was ist, wenn ich jetzt so einen frei lizenzierten Online-Kurs gefunden habe und sage mir, ich möchte den jetzt gerne in mein Lernszenario einsetzen? Ich will es mal an einem konkreten Beispiel machen. 2017 haben wir eine Förderung bekommen für die OER-Fachexperten. Die OER-Fachexperten sollten ein Online-Kurs werden, der sich an freiberufliche Trainerinnen und Trainer richtet und denen quasi zeigen, was OER sind. Nun haben wir da angefangen zu überlegen, was brauchen wir eigentlich alles? Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, wir haben schon einen Kurs über OER auf unserer Plattform. Das ist der KÖR 16, der Kurs über OER. Der ist 2016 erschienen und ist 2016 auf unserer Plattform on Campus, beziehungsweise damals noch Moin, und auch gleichzeitig auf eMox gelaufen. Den hatten wir. Da sind Inhalte drin, bei denen man schon Inhalte sieht, also hier OER suchen und finden, OER selber machen. Das sind alles Sachen, die brauchen die freiberuflichen Trainerinnen und Trainer auch. Zusätzlich gibt es natürlich da draußen noch viel mehr Materialien. Als wir 2017 geschaut haben, gab es schon den KÖR 17. Die Plattform eMox aus Österreich, die hatten ein paar Videos neu gedreht, die haben ein paar Sachen aktualisiert, wo wir gesagt haben, da können wir auch drauf zugreifen. Zum Teil sind die besser als in dem 16er-Kurs oder anders. Und es gibt weitere Ressourcen über OER. Wir hatten aus dem Projekt OER Up eine ganze Menge, was wir prinzipiell verwenden können. Wir wussten aber immer, wir müssen schauen, dass wir diesen Kurs für Trainerinnen und Trainer machen wollen, nicht für Schulen und nicht für Hochschulen, die vorher stark im Fokus standen. Gut, damit haben wir jetzt zwei Optionen gehabt. Wir können diese Materialien oder diese Kurse direkt nutzen, also können direkt sagen, nutzt doch den KÖR 16, 17, irgendwas anderes. Oder wir kopieren diese Kurse und passen sie für uns an. Was bringt jetzt welche Vor- und Nachteile? Nehmen wir mal die Option 1, wir würden diese Kurse direkt nutzen. Was würde das heißen? Das heißt, wir bauen uns unsere Umgebung auf, wir stellen uns vielleicht einen eigenen Kurs zusammen oder wir stellen uns eine Webseite zusammen. Und immer da, wo wir gerne die Ressourcen nutzen möchten aus dem anderen Kurs oder ein Kapitel, eine Lektion, da setzen wir einen Link auf diesen fremden Kurs. Das können wir machen, das dürfen wir machen, das ist auch relativ schnell gemacht. Man könnte sogar sagen, vielleicht brauche ich gar nicht so ein Lernmanagementsystem da groß in der Mitte. Ich könnte es auch anders organisieren. Ich könnte über einen E-Mail-Verteiler den Link zu der jeweiligen Woche oder zu der jeweiligen Lektion verschicken. Oder ich könnte über eine Chatgruppe, eine Telegram-Gruppe die Links verschicken. Und ich brauche überhaupt gar nicht so ein großes Kurssystem drumherum. Ich brauche kein eigenes Moodle, kein eigenes Ilias. Dann lasse ich quasi alle Inhalte auf dem fremden System und baue mir quasi nur meine Kommunikation und meine anderen Aufgaben ringsherum. Welche Vorteile hätte das Ganze, wenn ich das so mache? Es ist ein relativ bekanntes Konzept. Jeder, der mit einem Lehrbuch arbeitet und das, ich sag mal, relativ linear einsetzt, der kennt das und der sagt, bitte schlagt jetzt bitte Seite 8 auf, wir machen Aufgabe 5. Dieses Verlinken ist quasi nichts anderes. Ich sage auch, geht zu dem MOOC, macht Aufgabe 8. Das ist didaktisch eigentlich sehr eingeübt und für viele Seiten bekannt. Ich habe keinen Aufwand für Hosting und für den Remix. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss keinen Server bestellen. Ich muss nichts einrichten. Ich muss die Teilnehmer nicht verwalten. Das passiert alles auf dem fremden System.
Und wenn ich das bei mir und auf der Plattform auf die Plattform ziehen würde, müsste ich ja gucken, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein. Das mache ich quasi nur durch eine Ansage. Und wenn sich dort was aktualisiert, ich habe vorhin schon gesagt, in dem einen Kurs gab es ein Update mit dem Cur 17, dann kriegen das die Teilnehmenden und ich kriege das auch immer mit. Wenn ich es erst bei mir draufnehme, muss ich selber gucken, was sich vielleicht ändert. Welche Nachteile hat das, wenn ich diesen fremden Kurs nutze? Ich kann es natürlich nicht anpassen. Ja, also ich werde sagen können, nimmt Lektion 2, aber lasst Lektion 3 weg und nimmt dann erst wieder Lektion 4. Das kann ich nicht rauslöschen in dem fremden System. Ich habe keine Datenhoheit. Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund zum Beispiel wissen muss, welche Ergebnisse die Teilnehmenden in den Kursen gehabt haben, dann kann ich gegebenenfalls auf diese Daten nicht zugreifen, weil sie mir nicht gehören. Ich habe kein Rollenmanagement. Das heißt, ich kann natürlich jetzt mit den Plattformbetreibern reden und sagen, könnt ihr mir vielleicht die Teacher-Rolle geben? Die Teacher-Rolle darf in der Regel ein bisschen mehr als die normale User-Rolle. Wenn ich nur User auf der Plattform bin, habe ich diese eingeschränkten Möglichkeiten nur. Was da zum Beispiel ein Punkt ist, der uns häufig begegnet auf oncampus.de, ist, dass wir als Admins und als Betreiber sehen natürlich die E-Mail-Adressen. Andere Nutzer sehen diese E-Mail-Adressen nichts und die nicht und die sehen die auch gehen die auch nichts an. Also das ist ein Feature, dass das nicht zu sehen ist. Wenn ich solche Sachen brauche, ist das vielleicht nicht die richtige Lösung für mich. Und ich habe gegebenenfalls Medienbrüche dabei. Das heißt, ich komme von einem Kurs von meiner Webseite und sage, geht jetzt doch mal in Lektion 3 auf der anderen Plattform und dann sieht dann auf einmal alles anders aus. Und die Leute müssen sich dort nochmal neu anmelden. Und dann müssen sie wieder zurückfinden in meinen Kurs. Also das sind alles Sachen, wo ich überlegen könnte, vielleicht möchte ich es doch auf einer eigenen Plattform haben. Eine Sache, wo ich nicht richtig sagen kann, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ist die Nachhaltigkeit. Ne? Also einerseits könnte es sein, dass der Kurs, der auf der anderen Plattform ist, nicht mehr verfügbar ist. Es könnte aber auch sein, dass ich schlechter darin bin, eine Nachhaltigkeit sicherzustellen. Ja, also wenn ich nicht langfristig sagen kann, ich kann mich da gut drum kümmern, ist es vielleicht besser, mich auf die andere Plattform zu verlassen. Zweite Option wäre, ich nutze nicht, also ich schicke die Teilnehmenden nicht immer auf den anderen Kurs, sondern ich ziehe mir eine Kopie und passe die für mich an. Was wären die Vorteile davon? Kurz gesagt, viel umgekehrt von dem, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe keine Medienbrüche, sondern ich bin in meiner Navigation auf meinem Kurs. Ich habe volle Datenhoheit, das heißt, ich kann selber festlegen, welche Daten ich wo brauche. Ich kann alle Sachen einsehen, die mir das System erlaubt und die das System erfasst. Ich habe ein volles Rollenmanagement. Ich kann mich zum Teacher machen. Ich kann weitere Menschen zu Admins machen. Ich kann Menschen Rechte geben oder wieder wegnehmen. Und ich habe natürlich die Kontrolle über die Verfügbarkeit. Solange ich es angeschalten lasse, ist es da. Und wenn ich es abschalte, ist es weg. Was sind die Nachteile davon? Wenn in diesem Kurs ein Update passiert, auch ein inhaltliches Update, dann bekomme ich das gegebenenfalls nicht hin und muss es nacharbeiten. Und ein wesentlicher Punkt, der wirklich nicht zu unterschätzen ist, auch wenn das hier jetzt nur also 2 oder 3 Nachteile werden. Ich brauche eine eigene Infrastruktur. Ich muss eine Webseite aufbauen, ich muss gucken, dass die verfügbar ist. Ich muss schauen, dass es eine Last aushält. Wenn es ein großer Online-Kurs ist und auf einmal 400-500 Leute kommen und mein Server reicht nicht aus, muss ich mir was damit einfallen lassen. Ich muss auch gucken, dass die Datenschutzvorkehrungen alle eingehalten sind, dass das SSL-Zertifikat gültig ist und diese ganzen Sachen. Das ist natürlich ein Punkt, der groß zu diskutieren ist. Wie sah das jetzt bei uns am Ende aus? Wir haben quasi die Option 2 gewählt. Wir haben diesen OER-Fachexpertenkurs gemacht, haben dem Ganzen ein bisschen anderes Design gegeben, haben hier diese blaue Bildsprache hier genommen, haben nochmal Videos gedreht, um das Ganze einzuleiten. Ich nehme jetzt mal aus dem Kapitel, was ist das? Das müsste OER erstellen. Das Video sein, haben da kurze Einführungsvideos gedreht. Ich kann es mal ganz kurz anspielen.
Okay, ich glaube, ihr hört das jetzt nicht, aber wir haben uns einfach nochmal rausgestellt auf dem Spielplatz, haben gesagt, okay, worum geht es denn jetzt in diesem Kapitel? Und haben in den weiteren Lektionen aber überwiegend auf fremde Sachen zugegriffen. Ne? Also wir haben dann andere Inhalte genommen und haben aber trotzdem, also hier, das ist direkt ein Video aus dem anderen MOOC von Sandra Schön und Martin Ebner, haben trotzdem immer unser Intro und unsere Outro hinten dran gepackt. So wirkte das alles so ein bisschen wie aus einem Guss. Ja. Und wie gesagt, weil es sich an freiberufliche Trainerinnen und Trainer richtete, haben wir Geschäftsmodelle zu OER und wie das gefinanziert wird und in der Weiterbildung nochmal vertieft. Das war in dem anderen nicht dabei. Und auch OER in meiner Geschäftsstrategie. Da war dieser Punkt sehr viel größer. Gut. War das jetzt aufwendiger oder nicht aufwendiger, diesen Kurs wieder zu verwenden? Ich würde sagen, wir hatten einen ganz nicht unerheblichen Aufwand dadurch, dass wir recherchieren mussten, welche Materialien gibt es, was sagen die, passt das genau zu dem, was wir wollen, driften die nicht irgendwann ins Schulthema ab oder wo müssen wir vielleicht einen Schnitt machen und solche Sachen. Wir haben wahrscheinlich etwas Aufwand bei der Videoproduktion gespart. Also gerade die ersten Videos, da gibt es so schöne Legetechnik-Videos aus dem eMorgs-Umfeld, die mussten wir dann nicht machen. Aber im Fazit muss ich sagen, wir haben dann irgendwie immer diese eingesparte Zeit anders investiert. Ne? Wir haben dann gesagt, okay, dann können wir ja nochmal rausgehen und diese Intro-Videos machen. Vielleicht hätten wir die gar nicht gemacht, wenn wir nicht gesagt hätten, okay, da brauchen wir jetzt nichts investieren. Oder wir haben auch sehr viel Aufwand reingesteckt, die Aufgaben zu konzipieren. Wir lassen ein Begleitprojekt zu diesem Kurs erstellen. In meiner Erinnerung war es nicht weniger aufwendig, diesen Kurs zu erstellen, als eine komplette Neuproduktion zu machen. Es war aber auch nicht aufwendiger. Was wären also so Kriterien, die ich ranziehen würde? Vor- und Nachteile haben wir ja schon besprochen. Als Kriterien kommen da, lassen sich daraus quasi ableiten, besteht denn überhaupt eine Wahlfreiheit für die Teilnehmenden? Das ist ein Kriterium, was einem vielleicht auch nicht die Wahl lässt. Das heißt, habe ich Schülerinnen und Schüler oder habe ich Studierende und müssen die diese Lehrveranstaltung besuchen, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich ein System bereitstelle, das ich datenschutzmäßig verantworten kann. Ja, also da muss ich entweder einen Datenverarbeitungsvertrag mit den jeweiligen Anbietern machen oder ich muss es selber hosten. Da kann ich nicht sagen, bitte geht doch da drüben, meldet euch da an mit eurem Facebook-Account und so. Das sind so Sachen, die kann ich dann nicht tun. Welche Ressourcen habe ich? Das heißt, wenn ich die Wahlfreiheit habe, welche Ressourcen habe ich? Kann ich vielleicht nur eine kleine Webseite aufsetzen oder kann ich ein eigenes LMS aufsetzen oder möchte ich oder kann ich das eben nicht tun? Will ich nur eine Telegram-Gruppe bauen? Welche Daten benötige ich? Also ist es mir genug am Ende, dass die Leute reinschreiben in den Chat, das war aber ein super Lernangebot, oder brauche ich noch Evaluationen, brauche ich Aufgaben, muss ich wissen, ob die was bestanden haben, ist das für mich relevant oder ist das eher so ein zusätzliches Weiterbildungsangebot, wo die Lernenden auch selber gucken müssen, ob sie jetzt was sie davon mitnehmen. Brauche und möchte ich eine eigene Plattform? Manchmal ist es auch eine Imagefrage, eine eigene Plattform zu nutzen. Oder wenn ich sehr viele Angebote habe, dann würde ich auch stets empfehlen zu überlegen, ist es dann nicht sinnvoll, eine eigene Plattform zu entwickeln, die ich auch nach meinen Vorstellungen weiterentwickeln kann. Vielleicht wiederholen sich auch Angebote. Wir haben, das kommt jetzt aus dem Universitätsbereich, wir fangen natürlich jedes Semester neu mit Kursen an. Und da ist es dann gut, wir können die alten einfach kopieren. Innerhalb einer Plattform läuft das sehr viel flüssiger, als wenn ich das wenn ich dann nochmal gucken müsste, ob auf der anderen Plattform der Kurs noch da ist. Wie lange brauche ich den Kurs? Also ist das jetzt eher so eine einmalige Sache, die ich mache und ich rechne so im halben Jahr Horizont, oder muss ich das vielleicht mehrere Jahre oder möchte ich das mehrere Jahre nacheinander machen und möchte da ein Template oder ein mustergültiges Beispiel haben? Und gerade wenn ich auf fremde Kurse drauf zugreife und die Leute darüber schicke, wie schnell kann ich gegebenenfalls wechseln? Also wenn jetzt meinetwegen eMorgs sagt, wir bieten diesen Kurs nicht mehr an, wie schnell kann ich das auf meine Systeme ziehen? Ja, also vielleicht in einer Risikoabschätzung. Gut, das waren ein paar Gedanken von mir dazu, wie man Kurse wiederverwenden kann.
Und ich hoffe, das war so ein bisschen für euch hilfreich, die Vor- und Nachteile dann mal zu betrachten. Und danke mich für die Aufmerksamkeit.